Also viel schlechter hätte es meiner Meinung nach nicht laufen können. Bitte? Mein reichsteuer Magen jetzt mal gesuchte Mittelreich, vermutlich gesucht. Ja, was glaubst du, wie es mir dabei geht? Ich habe auch Prinzipien treuer Schutz des Mittelreiches. Oh, ich finde, dass euch so lange hinterherhänge. Das kannst du auch gerne. Zum Glück ist Arma nicht hier. Der hätte nämlich wirklich einen Kampf am Zaun gebrochen. Ohne Gnade. Ja. Wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass wir auf jedes verdammte reichstreue Schiff schießen müssen bald? Der hätte irgendwie einen ehrenhaften Zweikampf auf Rudern von Mandina gesprochen, sondern hätte ihn kaputt gehauen. Ja, wäre doch gut gewesen. Haben wir nichts dabei gehabt. Wäre doch top gewesen. Besser als das, was jetzt passiert. Weil man das nicht macht! Der war so hardcore gierig. Das ist meins, das ist alles meins. Boah, ey, der ist ein Paktierer, 100%. Der wird doch auch später irgendwie, gehört er doch zu Pollingern, oder? Ja, Ahnung. Aber egal was es ist, das ist definitiv ein Paktierer, das kann mir keiner ausreden. Das eigentliche Problem ist, dass wir jetzt die Inquisition im Nacken haben. Das Ding ist egal. Ja, uns jagt halt so wie heißt das Hauptschiff da nochmal von den Archen? Und die Plagenbringer, genau, da war ja was. Haben überhaupt Freunde? Die Plagenbringer, das ganze Mittelreich. Hat die Inquisition? Ach komm, Freunde, lass doch mal ein bisschen auf Al-Anfar schießen und dann gucken wir mal, wie sehr wir es sonst mit einem. Viel Fein für eher. Was wäre passiert, hätten die uns jetzt wirklich hingerichtet, dann gäbe es nur auch noch. Können uns nicht ohne Prozess hinrichten. Also, sie können schon, aber. Muss ja niemand erfahren, das ist nur die Freiheit. Wir sind nicht in Al-Anfar, hier herrschen Sucht und Ordnung. Am Arsch, wir sind im Mittelland, hier herrschen nirgendwo Sucht und Ordnung. Bei euch in Al-Anfar herrscht ja nur Sucht und Unordnung. Ja und? Wenigstens regiert das Geld. Wer Geld kann, hat das Sagen. Wir haben aber kein Geld. Ich habe... Verkackt niemand das Sagen. Ich habe null. Ich habe gar nichts mehr. Ich bin scheiße. Deswegen nimmst du nicht alles mit. Ja, weil ich eh nur 6 Dukaten hatte. Das macht keinen Sinn. Warum soll ich denn 3 Dukaten auf dem Schiff lassen? Das ist so behindert. Naja, ich habe auch gerade 14 Dukaten verloren. So ist jetzt nicht. Ja, ich bin auf 7 LEP. Ja, jetzt hör auf zu weinen. Komm, hast du keine Heiltränke dabei? Nein. Nö. Warum hast du keinen Heiltrank dabei? Weil ich meinen schon getrunken habe auf der Arche. Warum hast du nicht einen neuen geben lassen? Wir haben noch 15 Stück. Ich hatte mir. Wo soll ich das wissen? Ich wusste nicht mal, dass wir keine Wissen haben. Das läuft hier ja alles so super, Jungs, ne? Ich bin nur froh, dass ich da nicht. Ich glaube, wenn ich auf meine Selbstbeherrschung gewürfelt hätte, ich habe hier Loyalität gegenüber dem Adel. Das ist der Typ, nicht 30 Jahre adelig. Ja, ich bin auch adelig. Ja, aber du bist ein Gummeladliger. und er ist nur irgendein verretoter Admiral. Ja, nee. Weil das Praios geweiht ist. Jedenfalls Rudon von fucking Mandena hat einfach mal keinen Rang. Wäre er nicht Großadmiral, wäre er genauso auf derselben Stufe wie ich. So gut. Dass ich sagte, ich will mit dieser Kampagne eure Prinzipien treu resten. Das funktioniert einfach nicht, wenn ihr sowieso eine graue oder eine schwarze Einstellung habt und dann irgendwie böse Leute seid. Und wenn ihr jetzt eben, ich habe heute quasi Janan, Eldan und Abel mir, habe ich direkt vor so Prinzipientreue Konflikt gestellt. Ja. Ach, das ist wir schon. Wir haben versagt. Wir waren beide wirklich hart am Überlegen, ob wir da sitzen bleiben sollen. Ja, mir war das egal. Also, ich wäre halt auch echt sitzen geblieben, wäre die nicht alle gegangen. 100 pro wäre ich sitzen geblieben, Alter. Und dann hätten die mich hingerichtet und dann wäre ich damit zufrieden gewesen. Dann hätten wir dein persönliches Ziel erreicht. Dann hätten wir dich halt rausboxen müssen. Entweder hätten wir dich vor Ort einfach K.O. gehauen. Also, ich glaube ja, ich hätte es ja vielleicht schaffen können. Also, sobald die weiße Gilde erfahren hätte, wenn die das erfahren hätte, natürlich, wenn die das nicht erfahren hätte, dann wäre ich halt da roten Tod zusammengeprügelt in so einem Piraten gehängt worden. Aber ja, das wäre auch passiert. Ja, du hast einfach eine negative Einstellung. Nein, das ist die Praios-Kirche, denen ist das egal. Die sagen nein, denen ist das nicht egal. Die ziehen dich in ein Loch, verbrennen dich und sagen, ja, das war jetzt gerecht, das war eine Hexe. Ja, aber ich bin ja keine Hexe. Kodex hat diese Kuske. Wenn überhaupt, hat er das Recht, vor seinem Gildengericht verurteilt zu werden. Richtig. Nee, aber definitiv jedes einzelne Vorurteil, das ich übers Mittelland hatte, wurde gerade sowas von bestätigt. Super, jetzt hab ich einen reichstreuen Charakter, der vermutlich irgendwie gesucht 2 im Mittelreich hat. Das wird ja richtig fett. Ja, also mein Praktiker geht erst immer in den Praios-Tempel. Ah, nee, das machen wir lieber nicht mehr. Nee, weil dann werden wir gleich hingerichtet. Das Gesucht 2 bezieht sich nur auf die Perlenmeerflotte. Also der Rest vom Mittelreich ist okay. Dann ist aber eher Gesucht 1, oder? Nee, Gesucht 2. Der Meer ist nicht so groß. Doch. Steht drin, das ist Gesucht 2. Aber hat Galotta nicht Gesucht 2? Es geht um das Gebiet, guckt euch mal an. Das ist die gesamte blutige See, sucht euch.
Gut, so weit ist deren Jurisdiktion auch wieder nicht. Ich meine, richtig, aber Hafax sucht uns auch und Xeran sucht uns auch. Und deren Einfluss ist quasi nur Perikop. Aber das Perlmeer operiert von der Toprischen See, beziehungsweise von der Festumer Bucht bis zum Seelimmer Grund. Das ist das Operationsgebiet der Perlmeerflotte. Nur es ist halt aktuell nicht existent. Und niemand schert sich drum, also selbst Sarnin interessiert es nicht und Sarnins Tochter ist halt auch immer noch eingestellt. Aber Sarnins Tochter läuft halt immer noch mit Sarnin rum und da gibt's halt nix. Also. So viel zum Thema preisgefällige Ordnung. Und du fragst dich, warum die alanfanische Flotte hier nichts macht. Wir haben zum Glück keine blutige See, wir halten Ordnung. Wir sitzen in unserem schwarzen Hafen und alles ist flockig. Wir schießen nur mal kurz Brambak und dann hat sich das auch wieder. Nee. Die Flotte jagt aktuell Piraten. Und zwar alles. Trotzdem kriegt das sind sicher. Und trotzdem haben der Söller noch nicht reingeäschert. Wo kommt das her? Was haben wir nicht reingeäschert? Ihr habt Söller noch nicht reingeäschert. Wo kommt das her? Das kommt noch. Wann ist denn die Schlacht mit den Horasiern? Ist das 1030? Nein, ja, 29 ja. oder 30. Der Krieg beginnt damit, dass Söller eingeäschert wird. Das ist ja erst im Thronfolgekonflikt. Also zumindest wenn die Expedition von die Myrano-Expedition ist dann wieder da. Ich glaube, die kommt 1027 kommen die wieder an und dann sind die ganzen Admiräle sind dann auch wieder da und die bombardieren dann irgendwo am Askanischen Meer, bombardieren die sich dann. Schlacht von Phrygaios. Gott sei Dank haben wir bis dahin andere Probleme. Wo ist denn Phrygaios? Achso, ich habe keine Ahnung. Zyklopeninseln. Genau. Wobei, wir haben eine NSC-Liste. Allerdings sind da nicht alle Leute drin, oder? Da sind nur die drin, die für uns wichtig sind. So, weißt du, Blutschluck ist da aber drin. Ja, der ist auch wichtig. Ich meine, immerhin wird er uns irgendwann in den Tod führen. Rossi, du freust dich doch, dass der wieder dabei ist. Ich freue mich, ja. Der ist zwar einfach nur... Lubdil könnte ich auch noch einführen, aber... Na. Ich hab Drachsucht gegen Lubdil, sobald der Meer in der Nähe rumhaut, steigt die Chance, dass er sich einen Tritt einfängt. Das ist aber ein Verbund der Helden, ist das, ne? Lars bis Frau Wulder. Ja. Wir sollten übrigens das mit den Nieren nicht vergessen, sonst beißt uns das bestimmt irgendwann mal ganz böse in den Arsch. Wir sollten auch die Safranfass nicht vergessen, sonst beißt die uns in den Arsch. Ah, ich weiß gar nicht, was Safranfass ist. Das hast du so lange schon vergessen. Das heißt gar nicht nur noch du. Du hast noch niemandem davon erzählt. Hört ehrlich, keiner von euch weiß das mehr? Oh. Ich war nicht da. Ich bin mit dir zusammen irgendwie am ältesten da und ich war noch nicht da, als das passiert ist. Ich meine, Ding ist, Ahmad gibt's noch. Der ist ja, noch aber der war ja so zusammengekommen. Bin ich eigentlich der einzige Pisser, der seinen Charakter behält? Scheinbar. Hallo, ich habe meinen Charakter bis jetzt auch behalten, auch wenn Frosty irgendwie dreimal versucht hat, mich schon zu töten. Feier den Kopf, feier den Kopf. Glaub mir, wenn Frosty dich töten will, dann musst du auch einen Chip verbrennen. Also hat er es erst einmal versucht. Ja. Das hat er schon gemacht. Aber ja. das war ja mit Ankündigung. Da habe ich gesagt, alles klar, Männer, wir haben Hände klatschen. Wenn ihr heute nicht drei Chips verbrennt, dann ist das für mich ein Scheißabend. Ich bin immer noch wir so haben nur bitter. Zwei verbrannt. Ich bin immer noch so bitter, dass ich diesen halben Kampf doof umsaß. Ich hab den Magier erstochen, ich bin stolz auf mich und darauf. Richtig, weißt du, dieser perfekte Sturmangriff und dann krittet der Wichser seine Parade. Ja, mein Sturmangriff war besser, ich habe ihn one-hitted. Ja, was war das? Er musste irgendwie Attacke, der Parade war das 10. Und ja, wenn du da keine Finte reinlegst. Nö, ich will da keine Finte reinlegen. Man kann in den Sturmangriff keine Finte legen. Der Waffenmeister, der das halt. Wenn ich als Waffenmeister reich für andere wichtige Dinge nichts mehr frei. Waffenmeister Sturmangriff Finte. Ich brauche schon die dritte Aktion. Die ist sauteuer. Dann hatte ich drüber nachgedacht, mir einen gezielten Stich zu erleichtern. Ich fand das super lustig. Ist halt blöd für dich, aber naja.